Die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems, kurz TKMS, entwickelt einen eigenen Entwurf für die Fregattenklasse 127 der deutschen Marine. Die Wismarer Werft soll laut Medienberichten als Fertigungsstandort dienen. In 9 Jahren könnte dann das erste Schiff für die Bundeswehr bereitgestellt werden. Voraussetzung dafür, die Bundeswehr gibt der TKMS den Auftrag zum Bau des Typs F-127. Dieser Schiffstyp kann mit modernsten Luftverteidigungssystemen ausgestattet werden.